Wenn du einfach mal gierig bist. Was meint der, wie der alle abräumt? Hat er gerade mal einen getötet, ne? Und der Scheiße, ich wurde hält sich angegriffen. für den King. Wo ist der? Wo ist der? Sag mir, wo er ist. Keine Ahnung. Ich sehe den Ey, Container du... nicht. Aber egal, wo du bist, Tobi. Töte ihn. Töte ihn. Okay. Ah, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Aber ich habe jetzt gesehen, aus welcher Richtung die Pfeile kamen. Oh, der Punkt war nice. Los, Tobi, den gönnst du dir. Ist das Tobi? Nee. Alter, dieser Scheißschaden durch diese dämlichen Pfeile. Er meinte, komm, Lord Tobi, no. Los. Die Crouch steht hinter dir, Tobi. Klatsch ihn. Wenn ich ihn finden würde, würde ich das ja machen, aber ich finde ihn nicht. War der flach? Tobi, über dir, so als kleiner Tipp. Lars, das könntest du jetzt als mies erachten, aber... Tobi, Mann, warum bin ich runtergegangen? Wie viel Leben hattest du noch? Ich glaube, ich hatte eins oder zwei verloren, nachdem ich mich durch deine Pfeilattacke da geheilt hatte. Okay. Ich glaube so langsam zwar nicht mehr, dass ich das gewinnen kann, aber... Ich kann's nur... ich kann auch versuchen, genug Punkte zu kriegen. Ja, ich habe einfach so gut wie kein Stuff mehr. Ich hätte einfach warten müssen gerade. Ich fand's gut. Weil so ist noch ein bisschen spannender. Aber ich möchte noch mal eine Runde gewinnen. Ganz gern. Mal gucken, ob daraus was wird, so mit den... Alter, soll ich mal Social Media spielen? Ich will ja vielleicht bald auch mit YouTube anfangen. Wenn alles klappt und ich endlich mal einen Computer bekomme, der funktioniert, beziehungsweise einer, der bei CPU-Ausrüstung nicht bei Skype, Minecraft und LOL fast 100% erreicht. Ja. Aber das kriege ich auch hin. Ich krieg sogar die 200 hin. 200% CPU-Auslastung. Also den Computer musst du mir zeigen. Ja, der Lars hat Übertaktung und Mast, Alter, mit seinem Mega-Ultra-Gamer-PC. Fabian, hast du noch Pfeile? Nee. Okay, dann laufe ich den Weg hier. Du hast wohl noch Pfeile. Nein. Womit hast du mich denn geschlagen? Ich hab Nodos. Spaß, nein. Du hast eine Fata Morgana. Ich hack ja nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Oh, scheiße. Oh. Boah, ich sehe genau, wie eure Namen so aufeinander zulaufen. Ach, Mann. Ist der liebe Gronior denn schon raus? Ja, Alter, ich laufe da die Treppe hoch, der Typ sneakt da und klatscht mich dann von unten, weil der war auf der ersten Etage und da ist ja so hoch. Alter, das war schon nice gemacht, Echt nicht? Er hat nicht gesneakt, ich habe die ganze Zeit den Namen von dem gesehen und habe genau gesehen, wie du auf den Schüler bist. Ach, scheiße, ja, dann habe ich den einfach nicht gesehen. Naja, egal. Jetzt sneakt er, aber ich weiß, wo er ist. Ah, trotzdem, das hat er schon nice gemacht. Ey, Fabi, ist ein Sneakers. Immer wenn du hungrig bist, oh, jetzt wirst du zu zwei Heiltränke einfach mal verschleudert für nix. Hab ich gar nicht gebraucht. Ich hab leider gar keine mehr. Naja, ich würde mal sagen, ich bin der... Ich hab's... Vorher habe ich dann bitte schon die zwei gewonnenen Runden? Du hast frage zwei ich Runden mich gewonnen. Grad. Ja, aber ich... Captain Obvious strikes again. Hey, lol, wo schießt denn da? Nein, Tobi, Minecraft. Wir spielen Minecraft. Alter, wer schießt da und von wo? Ich hab's das Gefühl, dass es Lars, obwohl ich euch nicht sehe. Mich würde interessieren, von wo? Ah, warte, da sehe ich einen. Ah, okay, das ist Tobi. Wo ist Lars? Alter, der versucht nicht mehr ins Wasser zu springen, sondern springt einfach runter, um einen Fallschaden zu krepieren. Ah, da ist der andere. Ich glaube, ich suche mir mal eben eine andere Position. Wer ist aus Skype rausgeflogen? Niemand, oder? Tobi? Doch. Ach, jetzt sehe ich dich, Lars. Ey, lol, was war das denn gerade? Warst bei Skype kurz weg, ne? Ja, und bei Minecraft auch. Okay, das ist jetzt mies, weil Lars dich gerade erschossen hat. Von oben. Na super, mein Minecraft ist abgekackt. War egal, ich hab dich eh erschossen.
komme ich noch rein? Nee, Minecraft komplett abgekackt. Mies. Naja, dann bleib einfach ein bisschen zum Quatschen dabei. Ja, jetzt steht sie auch laut Tobin hoch. Ja, Server-Error, geil. Server-Error, geil. Wo ist denn der andere? Kannst du das mal eben durchgeben? Warte. Ich sehe den gerade gar nicht. Naja, aber... Das ist ja schade, welchen? Weil ich... Naja, gut. Mein lieber, lieber Gronio. An ja, welchen Mods ja. hättest du denn Interesse? Wenn wir mal irgendwas mit Mods spielen, dann FTBs natürlich. Da ist was in Planung, aber dazu sage ich jetzt noch nicht mehr. Das wird dann noch irgendwann mal angekündigt. Das könnte nämlich noch ein Weilchen dauern. Dann AVP. Habe ich also auch in Mod, der Folge von dir und Luzi schon gesehen. Ja, also Luzi ist ja dabei. Was hältst du denn davon, wenn ich eine Map erstelle und ihr zwei dürft sie spielen? Boah, das wär mega. Wenn, auch mit AVP wenn, dann, die Map. Natürlich AVP und einem Damage Indicator. Okay. Weil ja, wenn wir... Lars, er ist recht also, vor dir. Ich sollte ja die Daten durchgeben. Ich glaube, ich würde sagen, mit dem AVP-Mod verschieben wir aber, beziehungsweise da machen wir noch eine große Ankündigung, ja, scheiße. Oder? Ja, das ja, wird jetzt... Scheiße. Ey, Fabi, vielleicht wird das dein 50. Abo-Special oder noch besser 100, weil wir deine Zuschauer ja jetzt neugierig gemacht haben. Hm, was ist denn der AVP-Mod? Wofür kann denn AVP stehen? Tja. Hm, google ich jetzt AVP oder google ich es nicht? Oder man guckt einfach die Folge von dir und Luzi, wo ihr das gesagt habt. Spoiler-Alarm. Naja, wir sind ja alles Social Media. Halt nicht wahr? Ja. Hauptsache, der meint altgefreiter Tobias. Das hat mich traurig gemacht. Ich bin gerade aggressiv, weil ich verloren habe, weil ich Lecks hatte. Ja, woran leckt's denn? Deiner Mutter. Das war so klar, dass ich. Ey, Leute, das soll immer noch eine YouTube-Aufnahme werden. Also irgendwann reicht's. Dankeschön. Hey, er hat mich provoziert. Ich provoziere gleich jemand ganz anderen. Alter, Lars ist jetzt im Rage-Mode. Nee, den nächsten Kommentar verkneife ich mir lieber. Wir wollen ja, dass Fabi nicht von YouTube gebannt wird. Ich glaube, ich sehe dich nicht da oben. Ich bin raus, wegen des Minecraft-Error. Wieso? Schneeballschlacht. Schneeballschlacht. Man setzt sich ja sonst nie ein. Was hast du für ein Schwertstein, ne? Dankeschön. Bitte? Ich hab den einfach runtergekombot. Das habe ich wohl mitgehört. Gekombot, du hast mich einmal geschlagen und ich bin runtergefallen. Ich hab dich zweimal weggekloppt. Ja, hast du mich halt zweimal geschlagen. Ich hab dich irgendwie zwei oder dreimal geschlagen. Ich hab dich eigentlich besser getroffen. Aber ich hab halt keine Sachen mehr. Was soll ich machen? Warum verprügelt ihr euch denn? Ach man, das war so nice, Alter. Die erste Runde hatte ich direkt gewonnen. Dachte ich so, nice für eine Aufnahme. Und jetzt fliegen wir einfach die ganze Zeit nur rum. Naja. I can be butterfly. Can be ja genau! Alter, hast du gerade meine Aktion gesehen? Ich springe aus dem Turm raus, will so auf einem, will so im Wasser landen und lande genau auf so einem Block von diesem hässlichen Jump'n'Run. Was passiert denn nur, Lars? Das Miese war, dass ich dann nur noch drei Leben hatte und jetzt der Lord Tobino mich besuchen kommt. Ich bin raus, Junge! Das Lars, kann ich dir sagen. Das weil wir Games auf eine Seerose und verreckt dann Fallschaden. Nee, das war bei Pirate Craft. Ja, genau. Bei Pirate Craft geht das auch. Ja, weil ich finde, bei Pirate Craft ist das dämlicher. Ja, das wäre so einfach so lustig, wenn das passieren würde. Am besten, wenn der Respawn-Block schon weg ist. Mir ist das passiert. Echt jetzt? Ja, da warst du doch mit dabei. Ja, aber das weiß ich nicht mehr. Wir haben ja schon ein paar Runden gespielt. Warte, ich warte einfach darauf, dass er rüberläuft und dann kicke ich den mit Schneebällen runter. Mal gucken, ob die Taktik aufgeht. Warte, vielleicht treffe ich den ja da. Ja, geschafft! Was hab ich denn da? Boah, war das cool. So. Boah. Alter, was macht er denn? Wie viel Fallschaden will der denn noch kriegen? Wie ich. Der
Lol. Ja, der hatte ein Jägerschwert, das wusste ich nicht. Ja, aber der hat dreimal Fallschaden bekommen. Ja, ich zweimal. Wieso ist er dreimal gefallen oder was? Ja, Leute, ich habe jetzt noch den fettesten Stuff hier am Schlüssel. Ja. Tobi, wann denkst du, wirst du voraussichtlich mit YouTube anfangen? Gar nicht. Sobald ich den richtigen... warum hasst er mich denn nur so? Weil du scheiß und hässlich bist. Jetzt sorge ich extra dafür, dass diese Biogasanlage direkt bei euch im Vorgarten gebaut wird. Das ist keine Biogasanlage, sondern ein Stromumwandler. Genau, kurz Hintergrundstory, bei Lars in der Nähe soll irgendwas gebaut werden, wo es eine Demo zu gab. Und Tobi ist da nicht hingegangen. Lars aber, glaube ich, bist du da hingegangen zur Demo? Ja, ich war da und dann bin ich mit dem Longboard wieder weggefahren, weil ich keinen Bock mehr hatte. Das war einfach nur wie so ein großer Spaziergang. Oh nee. Ja, klar. Hat er hier seine Hex wieder an, der Lars. Ja, und dann kommt glatt was immer und schlachtet mich weg. Ja, das hoffe ich hier auch. Alter. Du darfst ja keinen Punkt mehr kriegen. Ja, wobei, der hat auch 3. Ja, und der kann deutlich besser kämpfen als ich, einfach weil ich mehr Lags habe und schlechtere Grafikeinstellungen. Das weißt du doch gar nicht. Okay, das mit den schlechteren Grafikeinstellungen nicht, aber Lags hat er nicht, hat er geschrieben. Ja, okay. Ich werde ihn mit Schneebällen wegklatschen. Ja, mit den Schneebällen habe ich eben auch mal probiert, aber oh Mann, ich kann nicht kämpfen! Meine Hits kommen erst 3 Sekunden später an. Komm schon. Ja, Mann! Ich habe mit einem Steinschwert und 10 Schneebällen gewonnen. Ja, Happy Birthday! Ja. Heute ist dein Geburtstag. Alter, und der meinte vor der Runde noch Kronio holen, Punkt. Ich habe ihn nicht enttäuscht. Ja, wir wissen doch alle, dass es nur den einzig wahren Kronio gibt, nicht wahr? Genau. Geschweige denn von unserem Lieblingskrafter. Hier an der Stelle einen wunderschönen Gruß an ihn. Ja, auf jeden Fall. Ey, weißt du das Ding? Ja, letztens habe ich mit Lars 1 gegen 1 gemacht hier auf dem Timolia Server, ne? Und das war auch so richtig lustig, weil, ich hatte einfach das mega OP-Kit, stand da so rechts an der Seite Kit Doppelpunkt Kronior. Ohne Spaß, hatte Lars dann keine Chance mehr. Was denkst du denn? Werden wir gleich noch eine LOL-Aufnahme machen? Nein. Nee. Bald kommt heute. Kommt nicht. Also jetzt erstmal nicht. Bald kommt das. Aber jetzt noch nicht. Ich werde naja, schade. Mal gucken, dass ich die Aufnahme jetzt erstmal hochkrieg, weil wir haben jetzt circa, ich glaube, 9 Uhr oder so. Und wir haben 21:42. Ich weiß nicht, wie lange wir aufnehmen, aber die Aufnahme geht halt so lang, bis die Runde zu Ende ist. Dann muss ich die ja noch eben kurz schneiden, rendern, hochladen. Das interessiert keinen, was du machen musst. Alter, lass das aus der Aufnahme raus. Das interessiert jeden, außer dich. Lars verbreitet voll das negative Karma heute. Das ist voll genervt. Ja, sei doch nicht so negativ. Der ist richtig genervt, der Lars. Das merkt man richtig. Ich warte mal, bei Team Survival Games so enthusiastisch und so und jetzt. Ey, Lars, ist ein Snickers. Immer wenn du hungrig bist, wirst du zur Diva. Ich dachte, wir machen ohne Schleichwerbung. Ja, stimmt auch wieder. Deshalb verliere ich ja auch, weil ich nicht mehr nach meinem Motto leben kann. Oh, alles ist Glück. Scheiße. Ja! Oh nein. Nein. Eigentlich ist ja mittlerweile Gladbach Simon mein Gegner und nicht mehr du. Ja. Warum schreibt er sorry, wenn er dich tötet? Weil ich die wenigsten Punkte habe, glaube ich, und weil er nett ist. Hä, hey, Lord Tobin Ho hat genauso viele Punkte wie du, obwohl der ja, raus ist. Ja, aber der ist raus. Hey! Vielleicht gehe ich auch noch aus der Skype-Konferenz. Ja, nee, das ist ja nicht negativ gemeint, Tobi, aber es geht halt darum, dass der nicht schreibt, sorry, Lord Tobin Ho, wenn du gar nicht mehr da bist. Das würde ja auch keinen Sinn ergeben, oder? Ich fühle mich gemobbt. Nein, Spaß, mich kann man mobben. Hey, bei mir so, passiert. Du hast auch gut gespielt und bist halt leider rausgeflogen. Ja, aber Minecraft-System-Error. Ich glaube, es wird langsam mal Zeit, dass ich mir einen CPU oder einen neuen Computer zulege. Weil ein CPU, der bei Minecraft, Skype und LOL 100% hat, der gehört ausgetauscht. Ja. Oder das ist der Arbeitsspeicher, der eben ab. Minecraft, Skype und LOL müsste ich, glaube ich, so circa 10% CPU-Auslastung haben.
Jetzt kommt der Angeber. Ja, vielleicht auch, je nachdem, manchmal 5, manchmal vielleicht aber auch 14. Kommt halt immer an, wie lange man schon zockt und wie warm der PC schon ist. Aber ich habe natürlich die ultimative Kühlung, deswegen kein Problem. Ultimate. Ich habe kein Ding für den King. Genau. Für den Curry. Alter, jetzt reicht's aber, Tobi. Ey, ich war in Berlin, ich musste die Scheiße fressen. Oh, jetzt schlachtet Lars den, glaube ich. Ah, nee, Lars bleibt im Wasser stecken. Nein, Lars, also, nicht. Also, Wasser kann man stecken, ne? Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr von Abtreibung? Keine Ahnung, vielleicht... Ja, und ich kann ihn wieder nicht treffen. Einfach wegen diesen Dreckslecks. Sobald ich jemanden angreife, krieg ich Lecks. Tja, vielleicht sollst du einfach keinen angreifen. Ist so. Genau, einfach wegrennen und dann in der Nähe der Mitte bleiben. Ja, das mache ich jetzt auch. Ey, Fabi, was hältst du eigentlich von demnächst einen Let's Talk? Let's Talk? Willst du sowas hochladen? Ja, werde ich. Das wollte ich ja eigentlich bei Battlefield Heroes machen. Das wollte ich ja auch noch Let's Playen. Das wird aber jetzt erstmal nicht kommen, weil ich jetzt erstmal, wie gesagt, in der Aufnahme, ne? Schon ein paar andere Sachen. Oder dass es nicht kommt, Battlefield Heroes ist das langweiligste Spiel überhaupt. Hä, finde ich überhaupt nicht. Aber ist okay. Ich akzeptiere deine Meinung. Ich habe das Spiel gespielt und sagen wir es mal so, es ist nicht meins. Ich spiele nicht so gerne Ego-Shooter. Das ist Third-Person-Shooter, aber macht dir nichts draus. Charlie. Ja, aber als... Alter, der hat noch einen Bogen. Was geht denn bei dem Typen ab? Ja, ich habe auch noch irgendwie 8 Bogen oder so, aber keine Pfeile mehr. Ja, der hat auch noch Pfeile. Kannst du dich aus meiner Tüte bzw. aus meiner Kiste bedienen? Ich hatte, glaube ich, noch fast 40 Pfeile. Nee, geht nicht. Da kommt man nicht hin. Schade. Warum nicht? Eigentlich. Mach doch deine Hex an, die du auch gegen Lars benutzt. Alter, hast du diesen Knockback gesehen? Nein, ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich bin tot. Aber ich will ihn ich bin zu Hause. Weil er scheint nicht viele Leben gehabt zu haben. Wenn du den jetzt nicht tötest, dann gewinnt der, ne? Ja, ja. Ah, ich sehe ihn, okay. Kill him! Please! Ach, oh nee. Ich sag doch, der hat noch einen Bogen. Und ein Eisenschwert. Alter! Dead Combo! Jetzt hast du dich an wie Uzi Krafter, LP. Das war so nice. Richtige Dreier-Kombo, Mann. Ja, wir machen Dreier. Habt ihr gehört? Fabi, Alter, in der Tobi, Mitte. Du bist ekelhaft. Ey, wenn du mir solche Vorlagen bietest, muss ich die ausnehmen und vergewaltigen. Das weißt du. Komm, das. Fabian, lass mal. Fabian, lass mal Team machen. Team. Ja. Ja, müssen wir, oder? Also es wäre sinnlos, das nicht zu machen, weil er würde ja gewinnen. Das wollen wir ja beide nicht. Wir sehen. Das musst du anders sagen, und zwar guck, ich sehe dich. Ah, okay, ich sehe den Typen. Alter, ich probiere den da von diesem Mast runter zu hauen, wenn er noch da ist, wenn ich da bin. Ah, nee, der ist schon auf dem Haus. Alter, der hat richtig Fallschaden kassiert. Echt jetzt? Ja. Der kassiert. Hä, hat er keine Sachen mehr, oder was? Ah, denkt er sich so. Ey, warte. Fairer Fight. Ich hab auch nicht mehr, ich hab auch keine volle Leben, deswegen geht das. Ach scheiße, jetzt bin ich an der Leiter hängen geblieben. Ah, ich hab richtig wenig Leben. Ja, in Real Life tut sogar was verdammt weh, wenn man an der Leiter hängen bleibt. Nee, scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass er es schafft. Ich dachte, er fällt wieder runter, wie die Male davor. Tja, vielleicht lernt er auch. Spielt ja mit dem King und nicht dem Curry. Oh. Das war so schlecht! Mann! Verloren? Alter, ja. Das ist ja nochmal spannend. Alter, ich stehe momentan an der Spitze, obwohl er gleich viel Kills hat wie ich, der Gladbach-Simon. Alter, das ist gleich ein Steinschwert. Ja, freu dich, ich habe nur noch Holzschwerter. Ja, der auch. Alter, ich schnatze euch weg. Oh, fuck. Nee, den Kommentar spare ich mir lieber. Beziehungsweise, sorry. Ich wollte gerade schreiben, ich habe euch noch ein Steinschwert. Anni hat Stein. Auf den. Sorry Lars, aber das muss jetzt sein. Nein, scheiße, Fabi ist gerade raus aus der Konti geflogen. Warum ist er aus der Konti? Hä, wieso bin ich rausgeflogen? Bei mir ist es so angehört, als wärst du rausgeflogen. Aber ist egal, wir sind ja alle wieder vereint. Oh, wie sich das angehört hat. Total niedlich. Vielleicht ich krieg das kotzen.
Vielleicht hat sich jemand in unsere Konfi gehackt und ist dann rausgeflogen. Die NSA! Oder Luzi. Oder beide. Die NSA hat auch schlechtes Internet. Die NSA wird von Luzi gehackt. Die NSA hackt einfach mein Internet. Du wohnst ja nicht in Greifswald bzw. Landshut. Ach, der ist hinter mir! Ich dachte, du hast mich irgendwie angehittet, Lars. Ah, mies. Tja, falsch gedacht. Ich treff dich nicht. Ja, du wirst, ach, da sind sie. Ja, 4-4. Alter, wie wir alle 4 haben. Außer ich hab 2, das kann ich euch nämlich genau sagen, weil ich genau weiß, dass ich mit 2 rausgeflogen bin. Alter, das wird auf jeden Fall die letzte Runde, Alter, ist das spannend. Am geilsten wäre es eh, wenn ich jetzt noch irgendwie den. Vor allem alle haben einfach nur noch Holzschwerter. Ich hatte noch ein Dia-Schwert, glaube ich, gehabt. Okay, ich gehe in deine Base und dann hole ich mir das raus. Okay, kannst du gerne machen. Kommt man leider nicht hin. Ey, wenn man da hinkommen würde, hätte ich das echt gemacht. Ich weiß, dass du sowas gemacht hättest. Ja. So. Aber der Fabi, der darf das. Ganz einfach, weil das der Gronio ist. Und weil er mich das erste Mal in einer Aufnahme mitmachen lässt. Ja, bislang hört sich doch so ganz gut an. Du kannst wahrscheinlich nochmal mit dabei sein. Wirklich? Darf ich? Habe ich mich nicht schlecht benommen oder sowas? Schlechtes Führungsverhältnis? Bad Boy oder es ging, sowas? Es ging. Es geht noch besser, aber es ging. Ja komm. Ich glaube. Oh, ich komme. Schatz, die Butter kommt. Tobi, sowas bitte unterlassen. Stimmt, wir sind ja auf YouTube und nicht auf YouTube. Alter, Lars, wie schreibt der komm? Der hat komm. Nein, komm. Er hat den geschrieben, komm. Alter, richtig komm, Alter. Das meinte ich. Genau. Ey, komm mal runter, Lars. Da stand es auf der Leitung und ich so auf dem Turm und dann, ja komm. Warum schlägt er die ganze Zeit durchgehend auf die Leiter? Öffnen? Alter, mir ist gerade so ein Schauer über den Rücken gelaufen. Ich glaube, das hat man voll gesehen, weil ich aber plötzlich so mit der Maus so gedingst. Gebumst. So ausgerutscht. Ach, Tobi. Ey, wenn, ich sag's doch, solche paar, also, ja. Ja, schon okay, reden ist deine Stärke. Dafür denke ich besser. Der war nice. Wenn es guck, das war mal ein guter Witz, das war mal ein guter Witz. Ey, Fabi, wo bist du gerade? Zu Hause, spielt Computer. Genau. Ich sag dir auch, wo ich bin. In Holzheim. Ist mir eigentlich ziemlich egal, wo du bist. Deutschland. Ich will aber wissen, wo du bist. Oh. Ich sag ganz einfach Deutschland, damit müssen wir ihn noch mehr auf die Palme bringen. So lange, bis er explodiert, den Kogma. Oh, komm. Den krieg ich. Ja, schön. Oh, dann weiß ich jetzt auch, wo du bist. Hast du die ganze Zeit unten in meinem Turm gesneakt? Nein, nicht im Turm. Ich hab im Haus nebenan gesneakt, weil ich gesehen habe, dass er kommt. Oh, da ist er, Lars. Schnieke. Komm mal. Ich wollte eigentlich erst, dass ihr euch tötet und dann reinkommen, aber... Naja. Oh. Na? Der will mich da runterhauen, ich weiß es doch. Warum mag er dich mehr als mich? Keine Ahnung, weil ich netter bin. Oh, hey, danke schön! Keine Ahnung, aber mir egal. Das fuckt mich so tierisch ab. Ey, stimmt, das habe ich letztens bei Ungespielt gehört. Wenn du einen besseren Ping hast und es weniger laggt, dann triffst du irgendwie weiter, weil der Server schneller reagiert. Daran kann es gelegen haben. Das habe ich bei Ungespielt letztens gesehen. Nur weil ich im Dreckskampf. Aber nice, ich habe gewonnen. Ja. Direkt ein 101 hinterher. Ich klatsch dich so weg. Nee, okay, aber jetzt erstmal privat und du klatschst mich eh nicht weg. Im 101 war ich ja die letzte Mal echt ziemlich gut. Aber nein, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann mit Donner gewonnen. Richtig krass. Also Lars, für dich ist das vielleicht mies, aber für die Aufnahme ist das eigentlich gut. ja, natürlich. Ich hab Lars gekauft. Auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und natürlich ein Abo, um auch die nächsten nicht mehr zu verpassen mit den beiden lustigen Vögeln hier. Und deshalb... Hast du gehört, Lars, wir sind Vögel. Da müssen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein. Und tschüss. Ciao.